So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe ein bisschen aufgerüstet. Und zwar habe ich jetzt ein Mikrofon über Wi-Fi, also über die Luft sozusagen. Und das Kabel, den Adapter, konnte ich jetzt bestellen und habe den auch geschickt gekriegt. Deswegen kann ich es jetzt zum ersten Mal einsetzen. Ich hoffe so, dass die Tonqualität jetzt auch ein bisschen besser wird. Natürlich nur dann, wenn ich das Mikrofon auch einsetze. Ja, okay, aber ihr seid ja gekommen, um mein Video jetzt anzuschauen. Und die zwei haben Hunger. Also, dann lassen wir los. So, wir sind vom Ursi abgefahren, runter an die Küste nach La Manga. Das ist links von Cartagena. Und da muss ich zum Zahnarzt, ich muss das reparieren, das seit einem paar Tagen schmerzt. So, ich bin jetzt hier in La Manga. Das ist so ein schmaler Streifen vor der Küste, der bis darüber geht. Und da hinten ist noch ein Berg oder was auch immer. So, das ist mein Platz, unser Platz. Direkt vor dem Leuchtturm. Aber ich gehe jetzt mal und suche mir den nächst schöneren Platz. So, jetzt bin ich auf dem Leuchtturm oben, damit ihr das Ganze noch von oben seht. Da unten stehe ich. Eine Nacht, aber jetzt suche ich mir den nächsten Platz, irgendwo da hinten. So, das ist mein neuer Platz, kam mich wieder jemand besuchen, jeden Tag fast, habe ich gar nichts dagegen und ich bin direkt an der Klippe mit Blick aufs Meer, super. Hier ist eine kleine Steininsel vorgelagert. So, ich bin hier in La Manga, ein bisschen außerhalb. Ich bleibe ja ein Weilchen hier wegen Zahnarzt, das dauert. Und jetzt sind wir ein bisschen abseits. Wir stehen hinter mir in einer Lagune, kann man sagen. Und jetzt gehen wir ein bisschen wandern. Das ist eben La Manga, das ist ein ganz großer, kann man sagen, eine Zunge, die ganz weit ins Meer hineinreicht, auf der anderen Seite des Berges, und hier, wo der Leuchtturm ist, das ist dann halt das Ende, noch eine Spitze, halbe Insel kann man sagen, und hier das Meer, die Sonne ist gerade aufgegangen, vor einer Stunde, und jetzt gehen wir ein bisschen wandern, wir sind nicht allein, es kommen ganz viele Spanier. Samstag, Sonntag ist hier ziemlich was los, habe ich festgestellt. Da laufen alle da nach hinten und wieder zurück. Also die Zivilisation geht halbwegs bis hierher. Hier hat es zwei, weiß nicht, Wasserspeicher. Die werden kaum mehr benutzt. Der Weg wurde sicher mal gemacht für die Esel, um da irgendwas zu holen. So, jetzt sind wir da so eine Zisterne. Vielleicht gucken wir mal rein. Oh, tatsächlich. Das geht ja runter, du. Also Wasserspeicher auf jeden Fall. So, die nächste Zisterne. Wenn man denkt, was das für ein Aufwand war. Oh, es hat sogar noch Wasser drin. Das muss ja ein riesen Aufwand gewesen sein früher. Hier noch die alte Mauer, ein paar hundert Jahre, und hier neu. So, jetzt bin ich weiter hinten und auch hier gibt es zwei Zisternen, völlig abgelegen, nein, drei sogar, völlig abgelegen. Und hier hat es manchmal Schildkröten offenbar, Tortuga. Das Gestein ist das meiste Schiefer, bis auf das Braune. Was das ist, weiß ich nicht. Sieht aus wie Vulkanerde.
So, das ist die Lagune und ihr seht, ziemlich viel los heute, Sonntag, da kommen ganz viele. Man kann auch nicht mehr irgendwo alleine stehen, weil es ist einfach überbevölkert an der Küste. Man müsste fast ins Landesinnere und jeder Platz ist heute in diesen Apps drin, da hast du keine Chance. Ich habe ihn über Google gefunden, aber klar, der ist natürlich auch in der App. Und so stehen wir halt mit ein paar anderen zusammen. Aber nicht schlimm, so hat man auch mal ab und zu Gesellschaft. Sie kommen ja von überall, Spanien und Frankreich und weiß der Geier woher. Deutsche hat es jetzt nicht viele hier. So, ich bin ein bisschen weg vom Weg. Das hier ist auch speziell. Da ist einfach ein Schlund. Und da geht es einfach runter. Komisch. Gehen wir von einer anderen Position. So, da ist also ein Durchgang, wir haben ein bisschen Gegenlicht, ich halte die Hand vor die Linse. Da drüben stand ich vorher, einfach so ein Loch da drin und ich glaube da unten geht es durchs Meer, es hat auf jeden Fall Licht. Vamos! 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 Andale, andale! So, das war wieder mal eine Hundesession da. Hey, wollt ihr das sehen? Ich mache das ganz viel. Aber filmen und die Hunde führen, bisschen schwierig. Aber jetzt habe ich es gemacht, damit ihr das mal seht, wie das bei uns so abläuft. Und Ayla hat übrigens Geburtstag, die ist jetzt 10 Jahre alt worden und immer noch topfit. He? Also, Happy Birthday Ayla. Da unten sind die Salzsalinen von La Manga. So, heute mal eine Fahrradtour. Und jetzt geht's da runter. Die zwei sitzen schon im Schatten. Wir sind schon 5 Kilometer unterwegs in der wunderschönen Landschaft hier. So, da geht's runter zu diesem herrlichen Strand. Und da sind wir gekommen. Gestern bin ich da durch. Schön ist, man kann mit dem Rad fahren. Sieht ein bisschen aus wie in der Sahara da vorne. Der schöne Sand ist es, glaube ich. Sahara-Sand, keine Ahnung. Da hat man wieder Sahara-Heimweh. Wunderschön, da unten gibt es auch Autos. Von einer anderen Zeit her vermutlich. Ein Geheimplatz. Wenn es überhaupt erlaubt ist, da nach hinten zu fahren. So, wir sind unten angekommen zu diesem wunderschönen Sandstrand. Noch ein bisschen Naturidylle. Herrlich, aber es hat doch viele Leute, obwohl es unter der Woche ist. Man kann mit den Autos herfahren, dass da keine Camper hat, ist ein Wunder. Ist wohl ein Geheimtipp. Oder Fahrverbot, ich weiß es nicht. Vermutlich, weil es Naturschutz ist. Das ist ein schöner Naturstrand. Ich glaube, da kommen sogar Schildkröten zumindest, oder sie kamen mal. Die
Die haben ein Traumhaus an bester Lage. Ich habe sie gefragt, Wasser für die Hunde. Und die haben Wasser gegeben. Extrem nett. So, bin fast wieder in Tunesien. Zumindest hat es Palmen. Ja, eine Traumlandschaft, kann ich nicht sagen. Es ist wunderschön. Und der Mann in diesem Haus ganz alleine da lebt, da mit seiner Frau und einer Docke. Ganz eine Liebe. Jetzt sind wir in einem Vogelschauhaus, Kiste, wie auch immer. Ich glaube, hier waren mal Salinen und jetzt ist es ein Vogelparadies, ein Naturschutzgebiet geworden. Und früher hat man hier Salz gewonnen, vermutlich. Cavallos! Jetzt sind wir auf dem Zurückfahren. Hier ist die Piste für die Autos. Wir haben noch viele Kilometer vor uns. Wir umfahren da mehrere Berge. Aber es muss ja was kosten, die Schönheit. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nochmal mehr. Und wir gehen jetzt da unten auf die Hauptstraße. Und wir müssen da rechts durch, ein paar Kilometer. Hinter diesen paar Hügeln ist unser Platz, wo wir jetzt schon ein Weilchen stehen. So, hier unten ist der kleine Camping. Der fängt da oben an und geht bis zum Meer runter. So, heute war wieder mal ein Arbeitstag. Und zwar habe ich die Innenverkleidung nochmals weggenommen. Decke, alles. VDO-Gerät muss unbedingt im Strom bleiben, falls die Batteriespeicher nicht mehr gut ist. Ja, weil dann läuft er nämlich nicht mehr. Nur noch im Notlauf. Also, jetzt habe ich da alles weggenommen. Das Zeug hat nicht gehalten. Scheiß Kleber gekauft. Jetzt neu mit dem Würzkleber und einem neuen Filz, der besser ist. Das machen wir dann morgen. So, das ist der Himmel. Ihr seht, das, der Kleber, da wird es heiß da oben, der hat nicht gehalten. Ja, so einigermaßen hält es, aber nicht gut. Hier hält es wieder. Ja, ja. Auf jeden Fall wird das jetzt neu gemacht mit einem komplett neuen Filz. Den habe ich schon hier. Der ist besser, der ist auch dehnbar. Habe ich alles mitgenommen und dann wird das neu gemacht. Hier hinten habe ich das Ding aufgehängt, weil es keinen Platz in der Garage hat. Und das Ding da schon abgezogen, den alten Filz. War eigentlich nicht der richtige. Ja, muss man es halt nochmal machen, macht man es halt zweimal. Garantiearbeit. Muss ich euch einen Bus zeigen. Super Inneneinrichtung, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Von einer Spanierin. So, und das ist das Prachtstück. Echt, ich habe noch nie so einen schönen Camper gesehen. Wunderschöne Inneneinrichtung. Halt weiß die Farbe mit Vorhängen. Ah, sogar ein Surfbrett. Es passt einfach. Etwas Blumen. Also ich gebe euch ein bisschen Inspiration. Oh, hier ist sogar noch Kakteenlandschaft. So kann man es machen. Die Spüle. Kleine Gaskocher. Oberschränke. Und einen wunderschönen Ausblick mit der Tür. Also ich muss sagen, ist wirklich sehr schön gemacht. Wunderbar. Top. So, bin am Bespannen. Von der ganzen Heckwand ist das. Jetzt Durchgang ausschneiden. Aber ich mache das nicht alleine, ich habe Hilfe. Ja. Super. Und ein Nachbar, der schön Gitarre spielt, habe ich auch. Super. Ein richtiger Profi. Ja, und diesmal mit diesem Kleber von Würth. Der andere, der da liegt, der ist nicht so gut.
So, die Rückwand ist fertig. Bin hier zum Reinmachen. Besser wie das letzte Mal. Der Filz ist 1000-mal besser und der Kleber auch. Himmel sei Dank, der Himmel ist jetzt auch in Bearbeitung. Aber nicht von mir, von einer Spezialistin. Ja, bald sind wir fertig, dann kommt es wieder rein. So, der Himmel ist auch fertig, jetzt kommt er wieder rein. So, der Himmel ist halbwegs drin. Wieder was geschafft. Und der Kleber hält also viel besser, das habe ich schon festgestellt, als ich eine Stelle wieder wegnehmen musste. Der hält extrem. So sieht das nun aus. Ich bin hochzufrieden. Es sieht wirklich toll aus. Alles wieder reingebaut. Wirklich super verarbeitet. Also, so macht es Spaß. So, nach sicher 5 Tagen fahren wir wieder weiter, weil der Zahnarzt dauert ein Weilchen, bis das alles gemacht ist. Jetzt fahren wir mal für ein paar Tage weg, eine Woche so. Einfach mal weiter, damit wir wieder mal vorwärts kommen. So, wir gehen erstmal Wasser tanken. Da vorne soll es eine Quelle geben. Mit gutem Wasser, wurde mir gesagt, und da fülle ich jetzt wieder 500 Liter auf. So, da vorne sollte die sein, bei dieser Felswand. So, ich bin an der Quelle wieder angeschlossen, wasche meistens immer dann auch. Und die Quelle, die ist da oben. Braucht man einen langen Schlauch, 25 Meter habe ich gerade. Bestes Wasser. Da drin hat es einen Speicher offenbar. Das kommt von den Bergen. Wunderbar. So, ich bin auf der Ziegenwiese angekommen und da sieht man ein paar alte, bekannte Gesichter. Ein paar Varios sind da. Und ich suche mir jetzt einen besseren Platz, weil da vorne ist es ein bisschen laut an mir. Ich ziehe mich jetzt da ein bisschen nach hinten zurück. Das letzte Mal war ich, weiß gar nicht mehr, vor 5 Jahren hier, wie die Zeit vergeht. Hä? So, der haut schon wieder ab da. So, das ist mein Platz, schön in der Ecke am Rand, auf der Ziegenwiese, da bleibe ich jetzt vermutlich eine Woche, da muss ich wieder zurück. Und ja, habe ein bisschen Gesellschaft hier, ich kenne ein paar Leute, das ist schön, wieder mal unsere Sprache sprechen. So, jetzt geht's zum Einkaufen mit dem Rad. So, das war es wieder von mir, hier fast live von der Ziegenwiese, die heißt so, weil es hier keine Ziegen gibt, keine Ahnung wieso die so heißt, aber ja, jetzt werde ich hier sicher eine Woche bleiben und dann wieder zurückfahren und ich werde noch ein Video von hier machen, weil ich bin heute mal ein bisschen rumgefahren und es ist wirklich sehr interessant, wie viele verschiedene Arten von Camper hier sind und wie die zum Teil hier, ja, sich niedergelassen haben. Das dann im nächsten Video. Ja, schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch und ja, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.